Wir stolpern übers harte Pflaster. Hühot im hastigen Galopp. Der Kutscher schwingt die Peitsche, brüllt. Zieht an, das Tatwerk ist nicht erfüllt. Die Sonne, seht, steht schon so spät, dass sie für uns bald untergeht. Und links wie rechts ganz eingekeilt, vom kurzen Atem Schaum vorm Mund, ziehen wir den schweren Wagen. Die Beine sind vom Laufen wund. Und so wie die Natur organisch entsteht, wie jedes Pflänzchen in Kommunikation mit dem Ganzen steht und in einem ununterbrochenen Austausch, so kann auch ein, zum Beispiel ein Theaterprozess entstehen. Großartige Musiker, die ich kenne, sagen, sie denken nicht über sie. Sie spielen, weil sie dem anderen zuhören. Das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit ist beim Du. Dadurch entsteht das Ich immer neu. Das ist der spirituelle Aspekt meiner Theaterarbeit. Ja. Kunst ist die Brücke zwischen Geist und Materie. Und der Mensch hat sich aus diesem harmonischen, universellen Klang scheinbar ausgeschlossen. Ich habe mir schon gedacht, der Mensch muss ein Experiment sein der Natur.